Also. Bahn ist wieder noch komplizierter, aber da müssen wir denn dran Ja, denken. dann müssen wir jetzt durch, weil wenn du jetzt nicht aufnehmen kannst, dann ist es so. Naja, ich wüsste jetzt nicht, was ich von der Platte schnell löschen könnte, weil das sind alles nur noch die Folgen von Baldur's Gate, die hier drauf sind. Alle Na, anderen die. Sachen, die wir Na, du gemacht haben, kannst. habe ich schon gelöscht. Du kannst die Folgen löschen, die ich schneide. Na, warte mal, ich. Ja, aber da müssten wir jetzt uns ja auch durchklicken. Ja, spielen wir jetzt erstmal zu Ende, können wir ja offstream machen, ist doch wurscht jetzt. Ich habe ja die Aufnahme jetzt gestartet, alles gut. Okay. Okay. Statt da. Das ist halt, naja. Beiler? Du kannst Shaolin Ja. helfen, Pydorus. Ja, ich bin dabei, sorry. Es hat mich gerade ein kleines bisschen sehr abgefuckt. Aber es ist gut, dass alles andere läuft. Alex hat den Stream angemacht und dadurch sind wir genau an der gleichen Stelle weiter an deiner Stelle. Also alles super. Ich beruhige mich. Attacke weiter. Jusen, kannst du erstmal den Ölver da töten? Könntet ihr nach euren Angriffen noch ein Stück zurückgehen? Das geht nicht, ne? Also Jusen höchstens. Ich habe beide angegriffen mit sie. Ich denke mal, meine Ist Schallwelle knallt zurück. euch alle weg. So bringt das nichts. David, kannst du den Vierer töten? Ja, vielleicht komme ich sogar ran. Ja? Ah! Na klar. Ist okay. Ey, ich hab doch den anderen angeklickt. Ach, Mann. Ah, scheiße, warte kurz. Das voll vergessen, obwohl, nee, warte. Jusen und ich sind auch noch dran, aber macht erst mal. Jusen hat Ich schon angegriffen. hab schon angegriffen. Ich hab Dann noch bin ich eine noch dran. Bonusaktion. Sind die giftresistent? Nee, ne? Nur Eis und. Blitz. Ja, Blitz und. Hieb. Da war ich noch über mein Schwert Gift bisschen. Nee, Hieb. Ja, aber Hieb ist dein Schwert, ne? Ja. Und dann vergifte ich ihn vielleicht bei der nächsten Runde. Aber jetzt so bei Hättest du Jusen auch mit nicht. einem Pfeil schießen können. Hätte vielleicht mindestens, weil Hieb reduziert ist auf 50%, hätte vielleicht ein Pfeil Gift genauso bringt halt viel. nur was, wenn er mehr Leben hat, weil das ja dann nach einer Zeit auch runtertickt. Richtig. Wenn du ihn jetzt one-hittest, dann. Ja, ist gemacht. Also. Auf unsere Items verbrauchen. Ist doch egal, Jusen. Solange du Ey, nicht dafür zuhaust, sammeln wir das bleibt doch. Gift drauf. Digga. Egal, wenn Gift drauf Das ist, ist dann eigentlich gehen wir. nicht für einen Zug, soweit wie ich weiß. Alles gut. Peiler macht Bis deinen zur langen Zug. Rast. Peiler, mach ruhig deinen Zug und dann gucken wir weiter. Na, was soll ich denn machen? Ihn Mach einen angreifen? Nahkampfangriff, mehr geht da nicht, oder? Zu 90% treffe ich ihn mit dem Feuerball vor mir. Na dann, Then hau rein. go. Oh, da kommt noch einer. Ja, es sind drei gewesen oben. Und den da oben, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und wenn, glaube ich, David und Alter. Jusen ehrlich sind, hatten die auch den nicht mehr auf dem Schirm. Doch, das ist doch oben in der Anzeige, Dicker. Ja, der ist in der Anzeige, aber das hat ja nichts zu Dann heißen. ja doch, dann klickst du rauf, dann weißt du, wo der Gegner ist. Also ich kann den Zehner jetzt hier auf alle Fälle töten. Zeig Also mal. mach mal. Okay. Hat nur noch zwei. Haben wir gut angegriffen, Leute. Jo. Hintereinander weg, ohne zu reden. So muss das laufen. Blindes Verständnis. Klappt ja manchmal. Der kommt sogar noch runter. Das ist ja freundlich von ihm.
Dann guckt euch mal da unten um, ob ihr noch was findet. Oh, eine schwere Truhe. Weil ich müsste auf jeden Fall noch mal ganz schnell auf die Toilette. Warte. Bin sofort wieder da. Bei mir geht's dann weiter hier oben. Ach so, machen wir heute eigentlich bis 22 Uhr. Sieht wohl so aus. Habt ihr das jetzt nicht in Frage gestellt, weil Peiler ja noch da ist. Na, außer er kommt jetzt zurück und sagt, ey Leute, wir machen Schluss, haut rein. Möglich. Ich hab Jusen erstmal und? Wieder zugekackt mit einem. Hast mich wieder voll beladen oder was? Ich hab dich richtig voll beladen, ja. Achso, Schienenpanzerung, Schuppenpanzerung. Die Blaukappe hier unten hätte da auch mitnehmen können. Nö. Dann war ich noch gar nicht. Unten links die Truhe habt ihr schon, wa? Ja. Die glaube ich schon gemacht, ja. Ja, und da war ein Pilz daneben. Achso, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gib ich zu. Lynch die. Ja, ja. Finde ich ein bisschen unfair, aber ist okay. Na, dann hast du verdient. Ich weiß, Hauptsache andere ankacken. Ich find's ja, okay. Ja, wirklich. Also bei dir kann man sich nur aufregen, den ganzen Tag. Aber das wiederum beruht auf Gegenseitigkeit. Also. Wundere mich gerade, warum mein Rechner heiß läuft, dann habe ich mitbekommen, dass Jack oben drauf sitzt. Schön auf die Lüftung gelegt. Der hat langsam mitbekommen, dass der Rechner oben warm ist. Ja. Er hat sich auch richtig schön breit gemacht, so nö, der braucht keine Abwärme. Geht durch die Katze. Ja, Katzen den mögen wir. Kein Airflow ist der Catflow. Alex, wie bist du da hinten gekommen? Weil ich ein krasser Typ bin. Das dachte ich mir schon. Zumindest einmal gesprungen. Darf ich Jusen von der Klippe stoßen? Nächste Woche gerne. Ich kann ja erstmal speichern. Ja, mach mal. Bevor ich jetzt hier die Tür öffne, speicher mal bitte. Ich weiß ja nicht immer, was ihr für Aktionen macht, weißt du, bevor ihr da irgendwas anquatscht oder einen Hebel drückt oder so, dann bist du mir. Ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich schau dir schon so einen Typ, der einfach mal vorrennt. Ach, jetzt bin ich einmal vorgelaufen. Genau. Einmal, und hast einen Hebel gezogen und hast da was gedrückt und da bist du lang gelaufen. Obwohl du das man muss gar nicht, man muss gar nicht die Tür öffnen. Aber, und dann aufregen, dass ich nicht gespeichert habe. David, gibst du mir mal dein Amulett kurz, bitte? Wieso, willst du dich heilen? Ja, das wäre nicht schlecht. Soll ich dich heilen? Nee. Ich kann dich aber auch heilen, das wäre schon praktisch. Wenn ich dich heile, dann würde ich. Och, gib mir doch einfach das Amulett jetzt. Aber wenn ich dich heile, kann ich mich heilen. Darum geht's. Ja, er will sich doch auch heilen, Digga. Das meine ich, sei mal nicht nur auf dich fixiert, bitte. Also, guck mal hier. Ja, dann mach. So hier. So, okay, für dich. Ja, dein Charakter sagt sogar thank you, aber du würdest es was niemals sagen, Alter. Nee. Ein Gnome ist voll, das war unrealistisch. Das war ein schurkischer Dieb, der alle umbringen will, aber. Ja. Wofür sollte ich mich bedanken? Dass er seinen Job gemacht hat? Wow. Ja, du wolltest ja nicht mal, dass er es macht, Alter. Ganz ehrlich. Gib mir drin. Ja, ja. Ja. Frechdachs. Hier, Alter. Hast du schon mal ein Dolch abgekriegt? Sei froh, dass wir nicht an der Klippe standen. Guck mal, mein Bett.
Ja, ihr könnt ja hier noch. Dann lootet mal ein bisschen, wollen wir bis 23 Uhr machen, das halte ich nicht aus, da müssen wir vorher was zu essen machen. So, jetzt muss ich mal Usen hier kontrollieren, ob der auch alles aufgesammelt hat, was geht. Mach mal. Natürlich. Du bist eh wieder meckern. Ja, das natürlich, ja. Wenn er mal alt drücken würde, dann würde er das hier auch alles sehen, was hier rumliegt. Aber nö. Nein, das Bücherregal sieht man nicht. Einmal mit Profis. Das sage ich mir auch, ja. Da ist er wieder. Na. So zu Ende. Also bis 23 Uhr, Tyler? Ja. 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 Und ja. Mal ja. Ja. Alter, hier wurde eine Frage gestellt. Hier wurde eine Frage gestellt. Alter, ich habe Fragen gestellt. Du hast eine Frage gestellt. Machen wir bis 23 Uhr heute oder nicht? Nicht? Ja. Nochmal ja. Alter. Machen wir jetzt bis 23 Uhr. Mann. Gib doch einfach eine Antwort. Das ist so schwer. Ja. Nein. Vergiss nicht die Kopie und die Notarbeglaubigung. Ja doch, hab ich alle hier, David. Hier, zeig in der Kamera. Alle da, alle da. Ja, aber ich brauche vorher noch deinen deinen Fingerabdruck und deinen Ausweis. Also, beziehungsweise hier, Ausweis Fingerabdruck, mit Ausweis. Scanne ich ein, zeige ich in der Kamera. Hier, zack, gut. Eben an. Eine Scan. Und wir brauchen Blut und Urinprobe. Das ist auch wichtig. Und die liegen schon vor. Die habe ich gestern schon abgeschickt. Sind die noch nicht angekommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Ne? Ich möchte bitte eine Kotprobe. Na, die musst du dir persönlich abholen. Die muss warm sein, ja, weil sonst verfällt sie. Geil. I like. I like to move it. Geht's da bei Alex weiter? Ja, wir sind durch oder geht's dir noch weiter? Ah, cool, wenn ich da hinten hinspringe, bin ich tot. Nice. Okay, dann geht's da nicht weiter. Ich find's edel, dass er immer in den Tod springt. Find's edel, dass ich der Einzige bin, der die Scheiße machen muss. Ja, das ist das Schöne an dir, dass du einfach sinnlos einzeln und vorhin rennst. Du sagst ja nicht mal, wo du hingehst, du rennst einfach los. Warum Alex ist. Als wenn wir die ganze Zeit nur auf dich achten sollten. Nee, aber ich guck mir wenigstens die Map an und guck, wo man auch hinlaufen kann, anstatt da oben sinnlos rumzustehen. Lass uns doch erstmal alles zusammen auf einen Punkt treffen, Alter. Peiner war gerade nicht da. Lass uns doch erstmal treffen und dann wieder finden und dann weiter erkunden. Diese Einzelgänge sind, finde ich, sinnlos. Einzelgänge? Alex ist bei mir. Ja, weil er gestorben ist. Nee. Ich habe gesagt, wenn ich da hinspringe, dann bin ich tot. Und hier hat schon wieder einer einen Pilz vergessen. Was bist du denn, Alex? Bin wieder zurückgegangen. Weil wir müssen ja noch, also ich glaube jetzt hier geht's jetzt nicht weiter, ich habe zumindest nicht hier sehen. Könnt ihr euch ja nochmal umgucken? Nicht. Ich denke, dass ich mich da schon umgeguckt habe. Ich würde gerne nochmal gucken, was oben hinter der Doppeltür war. Ja, da sind doch die Jungs, die sind doch nach oben hier gelaufen, oder? Nein, Alter, das ist der falsche Weg, wo du gerade nach der ist. Warum? Da stehst doch du. Richtig, ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ah, okay. Ja. Nee, so, alles gut, Jusen. Nee, sorry. War jetzt nicht böse gemeint. Doch. Nee, alles gut. Ich antworte doch manchmal nicht besser. Jusen ist bei mir lila, David. Nein, ich bin lila. Gar... Ja, deine Hautfarbe ist auf jeden Fall lila, aber... Wir sind alle lila. Ihr könnt euch hier zu der Grimmschmiede zurück teleportieren. Ihr müsst nicht den ganzen Weg laufen. Okay. Wird noch einmal diese hier hoch auf die Brücke. Auf die andere Seite. Weil da oben ist nämlich auch nochmal eine Doppeltür. Genau, die haben wir noch nicht aufgemacht.
Du bist noch eins über mir, oder was? Ich bin wieder oben auf der Brücke. Ganz oben. Ganz, ganz oben. Ich bin in der Küche. Nein! Ei! Wieso funktioniert denn das bei mir nicht? Cool. Cool? Der Peiler hat gesagt, wenn man da oben drauf steht, dann kann ich da den Hebel ziehen und dann fährt er dich rüber. Jo, hat bei mir funktioniert. Ja, bei mir nicht. Bei mir hat er mir den Boden weggezogen, ich bin jetzt runtergefallen und bin tot. Und tut mir leid, Gold. Ich stand da am Rand, konnte den Hebel ziehen und bin rübergefahren alleine. Cool. Kannst du gerne in meinem Stream nachgucken, wenn du mir nicht glaubst. Aber glaubt ihr das? Echt. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Der Zwerg wird wieder die Füße weggezogen und der stirbt. Weil Spiele Bugs beinhalten und du. Nee, das Spiel kann mich einfach nur nicht leiden. Das nehme ich jetzt persönlich. Ja, ohne jetzt. Witz, aber das wäre jetzt schon wieder ein Clip wert bei dir, Alter. Aus der Szene müsstest du eigentlich einen Clip schneiden. Mein Zwerg ist nicht zu fett, der hat schwere Knochen. Und ich schneide dann noch raus, wie ich drüber gefahren bin und du klippst dann dahinter, wie du dann auf einmal runtergefallen bist. Ja, könnt ihr mich jetzt, könnt ihr mich bitte im Lager mal kaufen, bitte? Das wäre nice. Kann das einer von euch machen? Ich habe das schon viel zu oft gemacht. Ja, mach ich. Wenn ich dafür jedes Mal 50 Cent bekommen würde. Lass es. Das Geld... David. Das hab ich, glaube ich. Ach, jetzt ein schlechter Witz, Alter. Ich weiß ja nicht mal, wie du überhaupt hochgekommen bist. Das war mir klar, dass du das nie weißt. Ich such gerade einen Weg, aber ich glaube, der ist falsch. Ist gut, Zorro. Oh. Jusen, stell dich einfach unten ans Portal, ich nehme dich gleich mit. Wobei... Muss ich mich mit ihm unterhalten, richtig? Oder ja, was? Du musst dich richtig mit ihm unterhalten und das ausführen. Unten, das erste... unter Reich Grimmschmiede, Jusen. Stell dich da unten einfach hin. Bei dem Portal wäre ich warten. Ja, genau. Stell dich da hin, bleib da stehen. Okay. Ich will jemanden erwecken. Ich bin ein Zwerg. Ich glaube grundsätzlich nicht an Magie. Ich habe zwei Dolche. Ich glaube an die Magie des Todes. Das reicht. Da fragte dich, willst du schon wieder Shaolin wiederbeleben? Ja. Shaolin, ohne Magie wärst du schon seit einigen Runden tot. Also das glaube ich nicht. Magie du bist doch schon dreimal gestorben in der Session. Ja, Alter. Aber nicht wegen dem Kampf und nicht wegen Magie, sondern einfach nur, weil das Spiel mich verarscht. Richtig, aber was holt dich zurück ins Leben? Nein, nicht Magie. Magie? Nein. Ja, was denn sonst? Natürliche Wissenschaft oder was? Kannst du mir helfen? Nein, der Glaube am Zwerg. Ja, ist doch Magie. Wer soll helfen, wo was... Ich empfehle gerade mit den Katzen um mein Essen. Okay. Ich glaube, ich habe das Falsche gedrückt. Okay. Mach mal unten viertes, darüber will ich jetzt nicht reden. Achso, du hast nur die. Ja, du hast andere wie ich. Kannst du ihn nochmal anlabern? Ja, mach ich. Kannst du überspringen? Mit Leertaste? Der braucht immer so lange, bis er... hier, das erste, was kann ein Skelett zu bieten haben? Ja, drittens, oder? Ich könnte eure Auferstehungsdienste jetzt gebrauchen. Ja, genau. Ja. So schnell war ich jetzt nicht. Der Jusenrecht? Ja, da. Ich will... Nee, nicht den, nicht den. Ach, scheiße. Oh, Mann, Peiler. Ich hab das noch nie gemacht, sorry, Leute. Ja, hier, das ist gut. Alles gut. Aber der jetzt ruhig sterben lassen, wenn das okay. Komm du mal wieder nachts ins Bett, Junge. Und wen habt ihr jetzt wiederbelebt? Schau ihn mal wieder. Ja, ey, wieder 200 Gold verschwenden, ey. Der macht doch gar nichts, außer drauf zu gehen. Investiert. Wir haben es investiert, okay? In was denn? Dass er mir jetzt den Weg zeigt, wie man da hochkommt. Ja. Ja, gut. Das ist das Einzige, was ich mache. Wo muss ich denn lang, Alex?
Er muss so den Weg weisen. Bleib bitte einfach da stehen, wo du jetzt bist und dann. Ich bin da, wo ich bin, um nicht du. Weiler. Aber ich soll auch stehen bleiben, oder? Ja, du sollst auch stehen bleiben, ja. Also bleib stehen. Hände sind hoch, Alex. Darf ich jetzt nochmal auf Toilette gehen oder so. Werde ich gleich angeschrien? Komm mit. Du wirst auch angeschrien, auf okay. So oder so. Gehst du jetzt doch mit Jusen und nicht mit mir? Nee, er kommt zu dir, glaube ich, oder? Nee, warte mal, wo bist du denn? Nee, komm mal zu dem Portal Unterreich Grimmschmiede, bitte. Genau, porte dich mal hin. So, jetzt kommst du hier die Treppe hoch. Da sind meine lilanen Kameraden. Ja. Dann komm ja. Ja. Ich hab dich auch lieb. War nicht so gemeint. Klang nur komisch. Ja. Ich find's gut, dass wir unbedingt die kleinste Person folgen. Eigentlich, bei mir, ihr hörtet ja leider nicht, aber es ist eigentlich so eine Alex-Aktion, wo Schach Shaolin was sagt und alle müssen. Ja. Immer ja sagen, ja. Auch wenn er auf Discord. Wird ausgefahren. Ja, auch wenn er bei Discord rausgeht und wieder reinkommt. Und wenn keiner was sagt, Alter, dann wird er. Wenn Schach Shaolin bei Discord rausgeht und wenn Schach Shaolin wieder reinkommt, hört sich das so an: Peitschenschlag. So. ihr hört es nicht, aber. Shaolin! Ja. Das ist halt generell, wenn ich die Soundeffekte hier einstelle. Ich kann nicht so schnell. Wie kann so ein kleiner Charakter so schnell laufen, Alter? Tja, kannst du mal sehen. Jetzt weißt du auch, warum mir die Beine weggezogen wurden. Warte mal, ich hole mir noch das Leuchten mal schnell für 10 Minuten. So, wo seid ihr? Wir sind bei der Brücke. Ganz wieder da oben auf der Brücke, bitte. Okay, spring rauf, ich schieb dich rüber. Nee, du bleibst mal als letzter Jusen. Du kannst am weitesten springen. Ja, also, alles gut. Ich schieb dich jetzt rüber. Das gleiche passiert, was Alex gerade passiert ist. Nee, jetzt funktioniert's. Ja, jetzt auf einmal, aber dann heißt es doch trotzdem, dass es mir passieren kann. Tja, Alter, mal gucken. Ich hol das Ding zurück. Genau. Den kannst du auch rüber. Jusen kann am weitesten springen. Der ist ja so fast drüber gesprungen das letzte Mal, wo ich hinter ihm stand. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ohne zu sterben. Shaolin. Ja, Shaolin, hast du da auch noch Hebel? Nein, hab ich nicht. Nee, muss Peiler machen. Schick rüber. Achso. Jusen. So. Dann Plattform zu dir zurück. So, aber wenn Jusen da dann jetzt hochspringt. Ja, na, so weit bei mir hoch. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wie es bei Shaolin war. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, okay, dann okay. Ich will es halt ausprobieren, so wie es war. Ich würde es sonst auch mit der Hand machen. Okay, also du standst hier, wo ich jetzt stehe. Hast du ja, genau. Geklickt, und jetzt habe ich den Hebel jetzt. Ich bin wirklich an den Rand gegangen. Umgedreht und an den Rand ran. Genau. Habe ich auch immer. Und dann habe ich den Hebel ziehen können. Genau. David, bitte speicher, bitte. David, speicher ganz kurz. Ja. Wir wollen es jetzt ausprobieren. So, und ich konnte jetzt so, wie du standest, an den Hebel ziehen. Ja. Genau. Ach, fickt euch doch einfach hart, Alter, wirklich. Siehst du? Ey, warum? David. David, warum? Lass mich doch jetzt mal rüberspringen. Warum? Ja, genau, siehst du, genau. Ja, genau. Alter, weil ich im Sprung war. David, warum, Mann? Weil er einfach der Anti-Mate ist. Er ist der Anti-Mate ohne Gleichen, wirklich. David, warum? Du hast mich doch sonst gesehen, warum? Ja, da weggeht. Ich verstehe, wo, warum? Ey, wirklich. Irgendwie bist du zurückgefahren. Und dann bist du reingefloppt und gestorben. Und weißt du, warum ich zurückgefahren bin? Wegen dir, warum? Das ist doch kacke. Okay, war lustig, können wir nochmal machen. Bitte warte, dass ich weggesprungen bin, okay? Also ich muss sagen, warte doch einfach auf mich. Es ist witzig, okay, dass mal ein anderer gestorben ist. Ich bleib hier stehen, komm rüber gesprungen und lass mich ja in Ruhe. Fass mich gar nicht an. Guck mich nicht mal an. So. Nein, hör auf. Warum? Das ist doch so. Okay. Ich speichere bis. Nee, nicht speichern. Oh, die Spannung steigt. Und Jusen fällt David, runter. Bitte, David, geh einfach weg. Ja. Ich
Geschlagen, du kleiner Gnome, du. Fick dich. Okay, wir sind alle drüben. Zack. Nach dem 10. Mal, da ist... Warte, Peiler ist nicht da, bevor es knackst. Soll ich ihn runterschubsen? Immer auf jetzt damit. Na, ich kann es ja schon... Ich kann es ja schon mal knacken, ich brauch's ja nicht aufmachen. Ja? Ja, okay. Ah, okay, alle da, gut. Ja. Ist jetzt offen. So. Dann gucken wir mal, was hier noch ist. Letter. Einiges, es geht hoch und runter. Immer hoch wieder und hoch und runter. Los, ich geh mal hoch, ja. Der dunklen Herren. Okay. Wenn jemand in den Kampf gerät, dann sag Bescheid. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Harfner Schlüssel. Hafner Schlüssel, ja. Wir können damit bestimmt irgendwas aufschließen. Ach, das ist ein Schlüssel für ein Schloss, also ganz ehrlich. Das ist doch dummes Denken, ey. Also ihr macht das schon, ich leg mich mal hin, wa? Ja, leg dich mal. Ja, schlaf erstmal eine Runde. Ja, besser ist das. So, und wo geht's jetzt hier runter, Jusen? Na, hier. Hier? Zwischen den Treppen, wo wir hochgelaufen sind? Da ist ein Abgrund. Richtig. Ja, spring mal runter. Sorry, dass ich denke, dass ein Abgrund nach unten führt. Ey, das ist echt doof von mir. Ja. Eigentlich führt ein Abgrund immer nach oben, Alter. Ist schon so dumm von mir. Spring runter. Hab ich so nicht erwähnt, ne. Lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn du da... Schildgussform habe ich gerade gefunden, Alex. Bitte? Ich habe eine Schildgussform gefunden. Ein Schild können wir auch machen. Und wir müssen, denke ich mal, da weiter, wo du gleich vorstehst und die Tür knackst. Ja. Da ist ein Skelett, das haben wir vergessen. Also ich würde schon einmal versuchen runterzuspringen. Oh, dann speicher bitte. Lass David speichern und dann versuch dein Glück usen. Okay, also komm ich erstmal nicht zu euch? Nee, bleib da stehen. Ja. Wir wollen den voll beobachten. Ja, ich justiere meine Kamera. Genau. Ich hoch. So, na dann hau rein. Nicht mal ein Danke gehört. Wo willst du denn hinspringen, Jusen? Warte doch mal. Ich muss doch meine Kamera erstmal auf. Na, einmal hier runter. Hier runter. Hm. Warte. Da waren wir schon. Ja, aber ist egal. Lass ihn doch springen. Stimmt, da sind die zwei Gegner. Lass ihn noch springen. Ja. Aber guck mal, da kann das Skelett kannst du noch mitnehmen. Jusen, da unten an der Fackel. Da ist noch ein Skelett. Na, Fackel. Achso. Okay, jetzt hätte ich auch selber laufen können. Nein, ich laufe. Du bist ein guter Clip gewesen, Alex. Nee, ich dachte, er springt da runter. Weil da kann ich nicht sehen, wo denn hier. Ich hab mir gedacht, aber da ja. Oh, okay. Ja, nice. Höllenschwein. Komm mal zurück, bitte. Wenn's noch geht. Ich könnte doch angreifen. Nee, komm. Wäre cool, wenn er. Ey, wir haben eine Tür enge. Jetzt kann ich mal. Warte, Leute, hören. So krass sind die nicht. Na, lass doch Peiler seinen krassen Zauber machen. Dann ist er glücklich. Ja. Stellen wir okay, uns ich hol ihn, denn bleibst du mit mir an der Tür stehen, oder was? Nee, wir sollen ja zurückgehen, hat er gesagt. Ein Stück hinter mir. Noch weiter. Ach, hinter dir? Ja, sogar bis hinter mir. Lauf mal zurück. Oh lass Gott. Mal gucken, was die erstmal machen, wie weit sie rauskommen. Und wenn sie alle vor der und hinter der Tür genau dran stehen, dann kann ich ja... Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Plan ist, aber gut. Der beste vielleicht nicht, aber ist ein Plan. Dagegen lässt sich nichts sagen, ist ein Plan, ja. Na, richtig. Deswegen. Und Pläne sind oft geplant. Ja. Und wenn ein geplanter Plan ein Plan ist, dann ist er vielleicht gut oder auch schlecht geplant. Aber wenn man den Plan ausführt, dann merkt man erst, dass der geplante Plan vielleicht schlecht oder gut ist. Ne? Amen, so, Bruder. Amen. Plan also jetzt aber... soll ich jetzt einfach ganz normal angreifen? Ja, ja. Mit dem Fernkampf. Bleib hinter, Peiler, greif an. Gucken, was passiert. Genau. Mhm. Lass die alle zu uns rankommen. Ja, bis jetzt war das auch meine Trefferquote. Mhm. Ah, ich hab mich nicht umgedreht. Das ist ja wurscht. Und du hast auch noch Bogen in der Hand. Jusen steht doch da. Ich kann mich ja dann gleich bewegen, wegbewegen und meinen Zauber machen. Und dann ist Jusen... Und so... Der König der Piraten, ja. Warum tut der Typ nichts? Tu was! Mann, der hat Blähungen. Lass ihn erstmal pupsen. Okay. Ja, er ist fertig. Weil du röbst. Ja. Oh, was willst du denn?
Der ist auch noch Pfeile rot. Okay. Okay, du bist ungefähr. Nice. Pfeiler, jetzt mach deinen heftigen Zauber, wo alle Menschen Angst vor dir haben. Alle. Alle. Ja, am besten. 80 Millionen, los. Eigentlich. Jetzt wollen wir was sehen, Pfeiler. Mhm. Sie ist immer wirklich umsonst. Hätte man einen ganz anderen Plan. Ich hätte einen Plan gehabt, wo ich Holy gesagt hätte, fick dich, du so mal. Ich kann jetzt hier theoretisch am Dings eine Fettpfütze hinsetzen, bis alle, die durchkommen, müssten durchlaufen. Durch die Fackel müsste sich das selbst entzünden. Ich könnte 3 bis 4 einzelne Feuerstrahlangriffe auf verschiedene Gegner machen. Du wolltest einen krassen Zauber machen, mach ihn doch. No, fang uns nicht. Mach den krassesten, den du hast. Ja. Warum nimmst du denn die neben dir? Weil ich die da hinten wesentlich schlechter getroffen hätte. Ja, aber das war eigentlich der Plan, dass du die da hinten... Ich dachte, du würdest die da hinten irgendwie alle... Ihr habt gesagt, ich soll den krassesten Angriff machen, habe ich doch jetzt gemacht. Ja, aber nicht auf Petersen. Das ist egal. Naja, aber wenn, wenn ich den, der vor mir ist, 90% habe und die, die hinten stehen, 55% habe, greife ich doch den vor mir an. Das Coole ist, du kannst eh nichts mehr ändern. Habt noch eine Idee, wie du dich besser hinstellst? Ja, okay, oder ich mache alle meine Angriffe nur noch nach dem, was ihr sagt. Okay. Nee, aber du wolltest doch einen krassen Angriff da hinten hinmachen, deswegen haben wir uns doch wegbewegt. Ich habe nur gesagt, dass ich eine Fettpfütze da hinten hinfeuern wollte. Ich habe nicht gesagt, dass ich da einen krassen Flächenangriff hinzauber. Oder sowas, also. Aber wo Fettpfütze, die ist ja eh nicht da, ist egal, jetzt komm, lass nicht in der Vergangenheit rumhängen. Wie gesagt, ich. Achso, wartet kurz, ich hab Signet Klinge. Wir wollt sein Schwert ja nicht mehr haben, deswegen nehme ich das. Oh ja, nimm gerne. Let's go. Ja, nice. Perfekt. Ich kann jetzt die Legionären töten. Zeig mal. Und Fehlschlag. Doch nicht. Ich kann das Schwein umschubsen. Bei mir ist nichts passiert. Gar nichts, nee. Jetzt noch. Jetzt! Ah, tot ist sie nicht wirklich. Doch. Okay, ja, okay. Ficke er sich in sein Knie. Wo er recht hat, hat er recht. Da muss ich mir einfach mal ins Knie ficken. Ja. So. Wenn ich sage, ich töte sie, dann töte ich sie. Ich bin ein Zwerg. Es geschieht, ja, wenn ich was sage. Du machst immer gleich Asche aus den Menschen, wie man das sieht in dem Ascherhaufen. Glaube an den Zwerg. Wenn er was töten will, dann tötet er es. Ist schön, dass der größte von uns Vieren im echten Leben der Zwerg ist. Naja, der Zwerg hat fast meine Breite, also von daher. Kommt das, Teil, das war gerade eine Schriftrolle. Also Schriftrollen sind mir auch ganz praktisch, ja. Ja, klar. Du kannst dich auch mal bei mir bedienen. Also ist ja nicht so, dass ich die Dinger nur für mich horte, ne? Ihr könnt da immer euch Sachen rausnehmen. Das Coole bei dir ist, nee. Du kannst die lernen und hast du die dauerhaft. Und ich habe mich irgendwo doppelt. Du hast die doppelt? Ich hätte mich heilen müssen. Ja, irgendwo habe ich mich doppelt. Bei mir nicht. Sag mal was. 1, 2, 3, 4, oh yeah. Bei mir. Immer noch. Alter! Jetzt nicht mehr, oder? Doch, doch. Doch, immer noch. Bei mir. Warte. War doch gerade eben nicht mehr so. Machen wir nochmal. Hi, was geht ab? Okay, cool. Ja, jetzt ist besser. Ja. Hallo? Jetzt kommst du mit der heftigen Attacke, oder? Oder hast du schon? Ich hab keine. Ja, dann benutzt deinen Knüppel. Wieso? Na, warte mal, kannst du auch mit deinem Knüppel zuhauen. Deswegen fand ich ja die Idee schlecht, dass du vorne stehst. Weil du bist Fernkämpfer. Weil eigentlich meine Anfangsidee war mit der Fettpfütze. Dann habe ich mich bloß von euch so verunsichern lassen, weil ihr gesagt habt, ich soll die stärkste Attacke raushauen, die ich habe. Ja, aber nein, nicht gegen den neben dir. Ja. Du wolltest eine krasse Flächenzauber dahin machen. So, deswegen sind wir da weggerannt. Das ist doch keine krasse Zauber.
Ohne Feuer sind Feldpfütze, nur eine Feldpfütze. Ich dachte, das ist hier so ein Eisflächenzauber wie vorhin. Wo die da. Hätte ich machen können, aber im schlimmsten Fall hätte der bloß 3 Schaden gemacht, wenn ich Pech gehabt hätte. Die werden eingefroren und ausgerutscht vielleicht. Aber dann. Egal, jetzt, wie gesagt, Vergangenheit ist Vergangenheit, egal. Ja. Du bist jetzt hier, stehst jetzt da. Ja. Was machst du? Mit dem Arsch zur Wand. So nicht, aber ja. So ähnlich. Na, siehst du. War in Ordnung. Mensch, Paul, da muss man dich erst anschreien. Ja, wirklich. Warum denn nicht gleich so? Ja. Packe ich halt die dicke Schriftrolle aus und dann ist gut. Ja, ja, mein Gott, komm. Wir leben nur einmal. So. Soll ich jetzt erstmal was töten? Ja, warte mal. Der auf dem Boden liegt. Ich versuche den mal wegzukillern. Killer mal. Habe ich geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Sieht da, Leute, ist doch simpel. Alles kein Problem. Bist du da am Kampf? Ich erst speichern. Ja. Achso. Cool, bevor du gebrannt hast, Tony. Warum brennst du eigentlich? Weiß ich nicht. Wer weiß doch schon. Hast du Sodbrennen? Boah, der war ja richtig schlecht, Junge. Ach, hör doch auf, das sagst du einfach so. Was war denn da drinne? In der Truhe? Sag ich dir nicht. Hast du mal geguckt? Hast du einfach gegrapscht, ne? Hast du einfach gegrapscht? Ja, meistens. Ja, da war eine Schriftrolle. Ja. Verbannung. Ja. Dein Ziel, vorübergehend auf andere Existenzebene. Auf so, krass. Du kannst sie einfach auf der Existenz wegbannen. Krass. Einheizer. Boah, Alter, das musst du lernen, Alter. Bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Stichschaden bei brennenden Zielen. Nicht schlecht. Das würde ich jetzt mal ausrüsten. Ja, du hast ja... Naja, ja. Ich hab nur Hass und das benutze ich fast gar nicht. Ja, aber du hast Resistenz gegen Kälte und Feuerschaden, aber... Eigentlich kann den Peiler anziehen, den Bogen. Den benutzt er ja... Aber Peiler ist egal, ja genau. Ja, na, wenigstens hat er die Resistenzen, Feuer- und Kälteschaden. Genau, du hast den Buff, aber du brauchst ihn nie benutzen, Paller. Rüst ihn einfach aus. Genau. Unten den blauen. No. Perfekto. Ich hab mal Licht gemacht, aber. Paller. Mehr, ne? Kannst du die hier lernen? Schriftrolle Dimensionstür? Wir nehmen mal alle Schriftrollen, die ihr habt, bei mir rüber und dann gucke ich mal, was ich lernen kann. Ja, ihr sagt mir alle immer lernen, dann machen wir das jetzt. Ich wollte es erst machen, wenn unsere Inventare voll sind und wir verkaufen, aber dann das wollen wir jetzt machen. Nein, Peiler, nein. Ist ja gut. Ich sag ja nichts. Du beugst dich da mal so. Ja, genau, natürlich. Nee, aber wenn ich was sage, dann sage ich auch nichts, verstehst du? Mir ging es aber eigentlich nur um diese eine Schriftrolle, weil die ist echt heftig. Teleportiere dich und höchstens einen Verbündeten an eine Stelle, die du sehen kannst. Mhm. Die ist ja, aber ganz, mega cool. Ganz ehrlich, die Schriftrolle, jemanden aus der Existenz zu verbannen. Alter, ganz ehrlich, du kannst einfach jemanden woanders hin beamen. Ist jetzt nicht blöd, Kopf, oder was? Ganz woanders. Was? Das ist doch viel geiler. Ehrlich, aber gut. Ist eine Ansichtssache, glaube ich. Jusen, mach den Kopf zu. Nein, geht doch gar nicht. Ist unmöglich. Blende eine Kreatur, Angriffswürfe gegen verschiedene Vorteile und Nebel. Gut, sind wir hier unten durch, wa? Nicht. Ich denke, ja. Dimensionstür, jetzt. Stufe zu niedrig. Ich muss erst Level abgehen und auf die nächste Stufe kommen. Oh, schade. Okay. Aber wenn du so lernen kannst, ist ja geil. Nee, also, ja, dann ja, aber jetzt nicht. Ja, ist doch egal. Dann halt Dunkelheit noch lernen. Meter macht Meter. Gut, hier unten sind wir jetzt durch. Wollen wir mal nochmal zu dem Goblin-Lager? Da war irgendwie ein Geheimgang, den wir aufgedeckt haben, der in den Untergrund führt. Gute alte Goblin-Lager. Ja, der gute alte Goblin-Lager. Ich hab mich an meinem Essen verbrannt.
Also unser Goblin-Lager, Goblin-Tier. Ja, Goblin-Lager, genau. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Geheimgang sein soll. Der geheime Geheimgang? Der geheime Geheimgang. Wahrscheinlich wieder der Brunnen, oder? Nee. Geheimnisvolle geheime Geheimgang? Der Brunnen war beim zerstörten Dorf, Fusen. So. Goblin. Goblin-Lager. Ich bin schon da. Ja, ist dann die Quest. Region des Nautiloidenabsturzes, suche das Nachtlied. Wir haben ein Rätsel des Goblin-Lagers gelöst und einen Geheimgang aufgedeckt, der in den Untergrund führt. David, gib mal bitte kurz dein Amulett. Nee, wir können noch eine kurze Rast machen. Oder so. Wir sind ja jetzt alle ziemlich am Arsch. Ja, okay. Die Tränke würde ich eher zum Heilen im Kampf benutzen, Jusen. Ja, das stimmt schon. Notfall der Notfälle. Ja, guck mal, jetzt sind wir alle voll. Nice. So wie ich mich kenne, verreck ich jetzt gleich. Bei Speichern. Ja, ich versuch's dir zu folgen. Kannst ja mal speichern, ja. Öbi zockt Counter-Strike. 2. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wie dumm auch der Charakter ist, der läuft einfach querfett ein, Alter. Counter-Strike. Ja, ich weiß. War ja ein Spaß. Okay. Wenn Stübi King Counter-Strike spielen würde. Tony, ich bin bei dir. Das ist super. Meinst du? Es freut mich. Ich weiß nicht, ob es wirklich clever ist. Wegen dem haben wir mehr oder weniger in der Schule immer Counter-Strike gespielt. Ein guter Junge. Ich mal zurück überlege, wir haben eigentlich viel zu viel Counter-Strike gespielt, dadurch, dass wir in der Schule waren. Ja, aber ich, sag mal ganz ehrlich, Schule ist ja auch für Counter-Strike da. Na, irgendwann, es gab so manche Zeiten, so wo andere Klassen auch quasi Computerunterricht hatten. Und dann konntest du eine LAN-Party so im Raum machen. Mhm. Aber manchmal hast du halt auch noch schon einen anderen Raum gefunden und dann warst du einfach zu 16. Wir hätten euch alle so weggefickt damals. Na, Alex. Wir hätten keine Chance gehabt, Alter. Wisst ihr, wo dieser Geheimgang sein soll? Nee, wa? Na klar, aber ich hab's vergessen. Nein, keine Ahnung. Es wird doch nichts markiert auf der Karte. Ich hab auf jeden Fall noch einen Pilz gefunden. Na Gott sei Dank. Ja, den hast bestimmt du wieder liegen lassen. Nee. Doch. Nee. Beschließe ich jetzt mal. Ich sag, nee. Ich bin nur dienstags schuld. Heute ist Donnerstag, also... Maul! Hier oben ist noch einer. Hier ist ein Liam. Der ist hier noch gefoltert, Leute. Ja, ich weiß. Hab ich euch damals gesagt, aber okay. Keiner wollte auf mich hören, deswegen halt den dann hängen lassen. Cool. Warte. Na, dann probier mal dein Glück. Du bist zwar der Schlossknacker. Was? Der ist doch schon im Gespräch. Du kannst ihn befreien, wenn er hinter ihm... Mann, er redet. Er ist im Gespräch. Doch, hört ihm. Hört ihm. Tut ihm weh. Ja, komm, hier. Zweitens. Er soll sich in Sicherheit wiegen. Und du hast eine geile Mundmaske, Dicker. Wow. Hübsch bist du. Gut, dass dir das jetzt schon auffällt, Jusen. Alles, was dein Gesicht mal verbirgt. Alex trägt es schon seit Ende des letzten Streams. Ne? Ist eine Lüge. Sind doch schon alle tot. Ja, wollte gerade sagen, hä? Ja, was will er denn nur? Hier ist doch still, das hätte er doch mal hören müssen. Warum? Naja, keine Ahnung, weil es so ist. Ich brauchte Erfahrungspunkte, hä? I was with a group of adventurers. Oh, wir haben Tagebuchaktualisierung. Ja. Night Song. We tried to sneak past the goblins. Bei euch oder bei mir?
Das machst du? Ja, ich hab's versteckt gefunden. Wahrnehmung. Ja, das macht David gerade anscheinend. Schön. Ihr habt's ja nicht gefunden. Ja, gut, dass ich gerade in Akazien bin und das hier erfahre. Ich bin bei dir. Just said some wizard called Loroican would reward us if we found it. Also, dann brauchen wir den doch jetzt nicht mehr, oder? Dann lass ihn frei und lass ihn machen, was er will. Beide hat's verstanden. Du bist so wirklich so Undertaker. Warum macht er das? Lass ihn frei und lass ihn leben, Alter. Der Arme. Hast du, dass er dich nachts, wenn du schläfst, von hinten bumst, oder was, Diggi? Oh, was hast du denn da? Oh, Schoke. Mach mal. Oh, ist ja lächerlich. Alter, das ist ja locker. 28, was? Alter. Das würfel ich die ganze Zeit, wenn ich Schlösser knacke, Leute. Ja, und sehen wir ja nicht. Sehen ja bloß deine Leute, die bei dir zugucken. So, aber jetzt kann ich ihn noch töten, oder? Nein, warum denn? Na, warum denn nicht? Brauchen wir den noch? Na, was soll er denn dabei haben? Der hat maximal eine Hose an, Alter. Ne, die will ich haben. Okay, im Arsch versteckt da dein Päckchen Kokain oder was hast du? Nee, du willst männliche Hosen tragen. Ich will sein Auge. Hast du nicht sein Auge gesehen? Guck dir mal das Auge an. Ich sehe nur dein Gesicht gerade. Guck mal, was die Goblins haben wollten. Vielleicht hat er irgendwas Gutes. Ja. Da, guck dir das Auge an. Das möchte ich haben. Die sind doch beide gleich. Ja, die sind doch beide gleich. Was ist dein Problem? Nein, ich will das linke Auge haben. Okay, du bist ein Psycho. Okay. Ich brauche das linke Auge. Ja, aber du sagst, wir sollen ihn töten. Aber wir können ihn, glaube ich, nicht töten. Alex will halt ein drittes Auge. Er ist voll Tenshinhan-Faschist. Nee, nicht Faschist. Nachtlied. Automaten-Notizeintrag. Er hat's doch schon gefunden. Hey. Nachtlied. Wir haben Nachtlied. Dann geh doch. Nix da. Geh doch. Nix da. Geh weg! Rette dich! Nein! Ja, renn weg! Nein! Rette dich! Nein! Rette dich, nein! Hör auf! Ja. Jetzt ist er weg. Nein! Jetzt ist er weg. Dann könnt ihr die Falle selber versuchen zu entschärfen. Nein, wir kommen zu dir. Hör mal auf jetzt! Das ist immer noch ein Teamplay-Game. Wo bist du denn? Was ist denn los hier? Ja, verstehe ich auch nicht. Du bist Team Forever. Du bist nicht mehr auf der Karte, Meister. Wo bist du denn? Wo seid ihr denn hin? Komm mal wieder zurück! Müssen wir uns eigentlich auch umnennen. Ihr seid irgendwo runtergegangen und ich habe im Goblin-Lager gesucht. Ein Gabelstapler? Komm noch einfach bitte zurück. So irgendwie in die Mitte. Ja, er kommt doch einfach zum Goblin-Lager. Da müsst ihr hin. Ihr seid doch irgendwie... Oh. Oh, ja. Also doch der Punkt, oder was? Dann nehmen wir den T-Rex. Gehen wir wieder raus. So, okay. Und jetzt sind wir am Goblin... Und nun? Oh, jetzt müsst ihr runter zur Brücke. Welcher Brücke? Ah, nee, Quatsch. Da kann ich. Ich kann das nicht markern von hier aus. Ich komme nicht weit genug, oder? Da unten ist er. Unten hier links auf der hier hin. Hier ist eine Treppe nach unten. Wo? Oh, Jusen, komm einfach mit. Nee, nicht zur Brücke, nicht zur Brücke. Auf der anderen Seite lang. Ich bin unter der Brücke lang gelaufen. Aber ihr kommt hier hinten erst weiter. Komm einfach mit, auch wenn ich scheiße laufe. Wo komm ich denn? Hä? So, du markerst die ganze Zeit irgendwo anders. Ich marker immer an derselben Stelle. Achso, wir müssen wahrscheinlich die Leiter hier hoch, oder? Da hinten mal die Leiter hoch, mal gucken, ob ich da rumkomme, wo David ist. Nee, hier ist eine Leiter. Hier kommt da runter, bei mir. Ey, jetzt habe ich die Quest gefunden und ihr meckert trotzdem immer noch rum. Ja, weil du... Oh, was hab ich denn gerade gesagt? Bitte, hey, hört doch auf mit diesem Einzelgang. Ich versuch bloß in deine Richtung zu kommen. Ja, Peiler, komm zu mir, bitte. Ich bin unter der Brücke lang. Deswegen. Ja. Ja, Peiler steht da hinten immer noch rum. Hallo? Peiler, bist du auch da? Ja, ich bin da. Ich finde die Kamera in dem Spiel echt mit der Minimap immer noch so verwirrend. Das meine ich ja manchmal. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert auch für den einzelnen Gamer. Deswegen wäre es cool, wenn wir irgendwo ein bisschen zusammenhalten. Na, ansonsten stellt doch mal um, dass die Kamera sich wieder dreht. Na, oder wir rennen einfach nicht einfach willkürlich um wollen. So, David, dann sag mir mal bitte wo. Kommt mit. Peiler, Fallbus, bitte einfach. Kamera umstellen.
sagen würde. Achso. Wartet jetzt bei Barrierefreiheit oder wartet bei Interface? Ja, dieses Think oder wie es heißt, oder? Nee, da oben geht's nicht losen. Achso. Da muss ich aber erstmal gucken. Hier, bei Interface, das erste genordete Minikarte. Ne? Wenn ihr das hier anklickt, dann dreht sich die Karte nicht mehr mit. Ne, die Karte soll ich hier mit drin bei denen. Achso, naja, dann musst du das anklicken. Wenn sich die Karte. Ne, wenn sich die Karte nicht drehen soll, dann muss das raus sein. Du musst der Pfeil andersrum. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen. Ja. Na, David hat doch gerade andersrum gesagt. Ja, so ist doch super. Damit komme ich klar. Also ich kann... Ich kann manche Zuschauer verstehen, Alter. Die denken, hä? Ah. Wie können die ein Team sein? Aber es klappt, es klappt. Vollpfosten. Alle vier. Aber guck dir doch mal so Serien an, wie früher, The Walking Dead oder so. Da fragt man sich doch, oh, wie können die Leute zusammengewürfelt ein Team sein, ne? Und das ganze Drama und was alles dazwischen steht, das ist genau das, was die Leute gerne sehen wollen. Ist hier noch mehr Falle? Mehr habe ich nicht gesehen. Da hätte ich auch selber reinlaufen können. Ey, weißt du, manchmal... Hättest du ja markieren können. Sehr doll lieb. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld. Du bist immer schuld. Ja, ich esse jetzt erstmal was. Du bist David. Du bist Lila. No. So, ich hab die Truhe geknackt. Aber hier ist es nicht. Das ist natürlich schade. So viel zu, ich hab's gefunden. Oh Leute, ich glaube, für euch hört es sich draußen so wirklich an, als wenn wir uns hassen würden oder so, aber wir haben uns alle eigentlich so doll lieb, also... Nimmt das na, auf jeden doll Fall lieb nicht jetzt falsch, nicht na, nach dem Spiel überlege ich mir das nochmal. Ja, ich finde auch Shaolin ein bisschen aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Schach Shaolin, wir kennen uns seit der ersten Klasse. Wenn du das jetzt wegschmeißt, dann trete ich dir 10-mal in die Eier und dann mal gucken, was... Klar, mit dem Echo kann ich nicht leben, aber du wirst nie wieder Sex haben können, ich glaube. Bei dir geht's ja noch, aber also mit dem Anti-Mage spiele ich kein Rollenspiel mehr. Ich durfte nicht weiterlaufen, weil Schach Shaolin selber in die Falle laufen wollte. Du hättest es ja auch markern können. Yes, ich hab's am Anfang gemarkert, aber ihr wart ja irgendwo anders. Und warum? Und warum? Vielleicht bei der... Weil der David einfach abgehauen ist? So, David, und wo ist jetzt die Quest? Du solltest einen Geheimgang finden. Ohne Witz, also bei Streams müsste man eigentlich so wirklich so eine Serie machen, die auf Netflix läuft, Leute. Nee, lieber nicht, Alter. Ja, doch. Die würden zwar alle denken, wir würden Schauspielern und das wäre alles nicht echt, aber das ist echt, Leute. Also... Wenn ihr Berlin Tag und Nacht, Köln Tag und Nacht, GZSZ unter uns, wie die ganze Scheiße heißt, guckt uns lieber zu. Da habt ihr den realen Shit. Wir schlafen nie böse aufeinander ein. Auf die Idee kommen wir ja nicht. Das ist unmöglich, Leute. Unmöglich. Naja. Aber wir sind ja an unserer Grenze des heutigen Tages eigentlich schon in ein paar Minuten angekommen. Also würde ich sagen, machen wir vielleicht an der Stelle so langsam Schluss oder was, Leute? Oh. Gucken wir nochmal, wo der Heimgang ist hier. Und dann, ja. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt... ich hab ihn gefunden. Ach du, da warst du. Wo ist denn der Alex? Hier oben. Ja, oh, ich kann mit der Kamera hingehen. Das ist ja sehr schön. Ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss. David, komm her. Nee, geh doch alleine. Das war keine Bitte. Komm jetzt. Hau zu, Jusen. Nein, das ist aber wirklich nur, komm jetzt. Wir gehen jetzt dahin. Man, krieg doch einfach hinter Alex. Dein Charakter wird da schon irgendwo hinfinden.
Da hast du recht, Jusen. Da hast du recht. Guck mal, ich bin auch schon fast da. Ich will das ja, Fass gut, nicht angreifen. Kann jemand das Fass aufnehmen? Wir müssen alle nach oben. Kann ich das werfen? Habe ich doch schon, alles gut. Kratz. Aber ich bin überladen. Einfach ja, auf den Buckel hier schnallt, der alte Buckeljunge. Werfet mal da, leget mal dahin. Nicht Buckeljunge, Buckel. Dahin. Warum? Ich will rauszoomen, warum? Drück einfach O. Oh. Wow. Ja, sorry, ich hab's dahin ge. Aber wir können es anzünden, vielleicht explodiert das. Ist Alkohol. Alkohol brennt doch, soweit ich weiß. Wenn es guter Alkohol ist. Ja. Mach mal. Okay, du kannst Flammen erzeugen. Das mach ist mal schön. Oder Magma? Mach mal. Hau rein. Zünd es an. Kannst auch Fusen anzünden und der läuft darin, ist mir gut. Aber... Wow. Schön. Toll. Mach mal Feuer, Junge. Hier hast du Feuer, Junge. Ist ja toll. So, haben wir jetzt noch irgendwas, um die Wand da wegzusprengen? Ja. Ich hab getan, was ich konnte. Na dann los. Tu dies. Jusen, wo ist denn das Fass, was du da eingesackt hast? Das hat er dagegen geworfen gerade. Ja, das war nicht clever, ne? Lass uns da mal kurz drauf, wir machen es nochmal. Das ist Hinstelle, aber Hinstellen gab's da nicht. Na, warte mal, es gab nur Ablenkung, dann hat er halt geworfen. In die Luft springe. Nein. Ist doch offen. Alles gut. Ja, da packt er die kleinen Bomben aus. Der Junge macht das schon. Sehr gut, sehr bitte gut, sehr. Sehr gut. So. Da ist noch eine zweite, ne? Da soll mal rein. Wir können durch. Ja, ich auch. Ah, nice. Da würde ich sagen, ist das doch die perfekte Stelle, um Feierabend zu machen. Okay, okay. Und beim nächsten Mal genau an dieser Stelle in der krassen Action hier weiterzumachen. Mhm. Genau. Hat der David schon mal gespeichert? Perfekt.